Das Gerät kann überall da eingesetzt werden, wo eine hohe Personendichte ist, wo die Abstandsregeln nur bedingt eingehalten werden können. Aber natürlich auch vorzugsweise in kleine Räume, die vielleicht schlecht oder gar nicht belüftet werden, wo eben das Stoßlüfte gar nicht möglich ist. Überall da eignet sich das Gerät hervorragend. Die Kioske oder kleine Verkaufsräume, da eignet sich es hervorragend. Und gerade jetzt in der letzten Zeit kam natürlich das Thema Schule, Schulräume kam auf. Und auch hier haben wir schon einige von den Geräten platziert, weil auch hier natürlich das Stoßlüften nur bedingt geeignet ist und die Gesundheit von den Kindern natürlich hinsichtlich Erkältungen auch zu beachten ist, gerade jetzt in der kalten Jahreszeit. Ja, um vereinfacht es auszudrücken, mit unserer Lösung wird es einfach wieder ein unbeschwerteres Miteinander geben. Das heißt, die Leute können wieder mit weniger Angst aufeinander zugehen oder miteinander umgehen, weil wir ja nachweislich die Coronaviren zu fast 100% zurückhalten. Aber ich denke auch in Zukunft werden Luftfilter an sich werden fester Bestandteil von unserem Leben werden, genauso wie man in den Automobilen inzwischen die Pollenfilter hat. Auch hier bei uns im Büroleben, im Alltagsleben Stand der Technik werden, dass man Luftfilter hat. Da kennen wir das Problem mit Allergien und mit dem Pollenflug. Dann kommt natürlich wieder die Feinstaubproblematik in den Sommermonaten. Und da zeichnet sich natürlich unser Gerät aus, dass man es ganzjährig einsetzen kann, weil auch genau diese Bestandteile filtern wir zu nahezu 100% aus der Luft heraus. Das heißt, die Anlage hat einen integrierten Ventilator, er befindet sich ungefähr in diesem Bereich. Das heißt, er ist als Sandwich verbaut, deswegen auch die flüsterleise Funktion der Anlage. Der Ventilator erzeugt einen Unterdruck, sodass im unteren Bereich der Anlage die Raumluft gleichmäßig erfasst und angesaugt wird. Die Luft strömt dann von unten nach oben durch die Anlage, wobei sie zuerst den Vorfilter hier passieren muss. Und in dem Bereich scheiden wir schon grobe Partikel, wie zum Beispiel Staubfluse oder Insekten, zu 100% ab. Dann kommt das Kernstück der Anlage, die beiden Elemente. Es ist die elektrostatische Filterzelle. Hier werden die Partikel elektrostatisch aufgeladen und abgeschieden. Im Nachgang über dem Gebläse eben haben wir noch den Absolutfilter, einen HEPA-Filter verbaut, der dann die absolute Sicherheit der Anlage garantiert. Die Anlage an sich wurde getestet auf Coronaviren und wir haben von unabhängigen Instituten tatsächlich auch jetzt den Nachweis, dass wir Coronaviren zu 99,99% abscheiden. Aber wie vorhin auch schon erwähnt oder eingangs schon erwähnt, scheiden man natürlich genauso Schimmelsporen, aber auch Feinstaub oder Pollen ab mit der Anlage. Was noch besonders ist eben an diesem System, ist, dass die elektrostatische Filterzelle Kleinstmenge an Ozon generiert. Das Ozon dient dazu, dass der Innenbereich und auch die Nachfilterkassette desinfiziert werden. Und am Auslass der Anlage, auch nachweislich von den Instituten bestätigt, haben wir keinerlei messbares Ozon mehr. Das heißt, die Menge an Ozon haben wir genau so dosiert, dass wir innen steril bleiben und außen keine Probleme erzeugen. Arbeitet mit minimalen Energiekosten. Man sieht es jetzt zum Beispiel hier. Die elektrostatische Filterzelle hat keine Bremswirkung auf die Luft. Das heißt, es ist frei durchströmbar und trotzdem eine sehr hohe Effizienz. Zudem hat die elektrostatische Filterzelle den Vorteil, dass man die Filterelemente in handelsübliche Geschirrspülmaschinen mit handelsüblichen Tabs reinigen kann und somit ist sie beliebig oft regenerierbar.